Boah. Schüttel ihn ab, schüttel ihn ab, schüttel ihn ab. Das ist so eklig, wenn man mit denen besprungen wird, ja? Das ist so eklig. Rein da, rein. Nicht ins Fenster, Harry. Nein, die Bar war doch da. Bin ich tot? Nein. Okay. Wäre wirklich komisch gewesen, jetzt nach dem ersten Bissen tot zu sein. Okay, ich bin in der Bar. Und da treffen wir einen alten Bekannten. Zum Glück kann Harry besser zielen als er, wenn er auf Harry zielt. Schade, dass er so gut nur in den Cutscenes zielen kann. Boom! Are you okay? No, I'm Kaufman. Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. Oh, dachte. Ganze sechs Teile. The military rescue squad should be here any time now. Sieben. If they come through the town, we're home free. Mhm. Sehr wahrscheinlich. I better get going. Auf Wiedersehen. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. No. Und schon ist er weg. Ja. Annie's Bar, das war Kaufman, den haben wir gerettet. Wären wir hier nicht hingegangen, wäre er wahrscheinlich gestorben und das, wäre fürs Ending nicht so toll. Zumindest nicht für das, was wir anstreben, denn wir brauchen ihn noch. Hier liegt eine Notiz auf dem Boden. Kaufman muss das fallen gelassen haben. Schau mal, es ist voller Zeug. Sehr genau. Kaufman Schlüssel und eine Quittung. 0743. Ja gut, wir können sie ja mitnehmen. Muss ich mir die Zahl gar nicht merken eigentlich. Aber diese Zahl werden wir gleich ebenfalls noch benötigen. Das war's, glaube ich, soweit in Annie's Bar, ja. Hier liegt jetzt nichts mehr rum. Ihr erinnert euch noch an das Zahlenschloss beim Indian Runner, ist ja wenige Minuten her. Genau dort müssen wir jetzt hin mit dem Zettel, den wir gerade gefunden haben. In diesen Laden rein, stürmen. Heißt ja nicht umsonst Runner. Heißt ja nicht umsonst Indian. Ach, hier ist noch was. Nee, nicht hier. Verwirrung. Aber soweit hat ja alles eigentlich ganz gut geklappt. Indian Runner, diese Richtung. Licht aus, damit wir nicht von Monster gesehen werden. Ich mache das Licht viel zu selten aus. Ich mache das Licht übrigens auch wegen diesem tollen Grafikfehler hier aus. Das liegt aber nicht am Spiel selbst, das liegt an der Emulation. Ganz abgesehen davon. Ja, hier. Diese Richtung. Na? Indian Runa! Indian Runa! Danke! Oh, wie war die Notiz? Wie war die Nummer? 0473. Das war knapp! 0473. Danke. Ich frage mich, was passiert, wenn man hier reingeht, ohne vorher bei Kaufman gewesen zu sein. Keine Ahnung. Ah, stimmt. Klopapier. Aha. Gut, tschüss. Nein, aber offenbar liegt hier ein bisschen Klopapier rum und wir finden hier auch noch eine Notiz, die muss man, glaube ich, gar nicht lesen. Aber warum sollten wir es sein lassen? 20. August.
Er ist vorbeigekommen. Ich habe ihm das Paket übergeben, das die Frau hier zurückgelassen hat. 12. September. Er ist auch bei Norman aufgetaucht. Ich möchte mit seinesgleichen nichts mehr zu tun haben, aber mir wird jetzt schon mehr aufgelauert als zuvor. Habe daran gedacht, die Stadt zu verlassen, fürchte mich aber vor dem, was passieren wird, wenn ich es tue. Da hängt ein Zettel. 3 Laib Brot, 3 Beutel Milch, 1 Dutzend Eier. Lieferung an der Hintertür täglich um 8 Uhr. Zutrittscode für den Hintereingang 0886. Das ist jetzt bei Norman. Und hier befindet sich ein Safe. Der ist leider abgeschlossen. Stimmt, dann brauchen wir von Norman, glaube ich, den Schlüssel. Oh. Wie war der Zugangscode nochmal? Ich habe ja das Dokument jetzt nicht mitgeholt. Okay, Leute, ich habe mich wie ein Idiot aufgeführt. Hier ist eine Schublade, natürlich. Da drin liegt wahrscheinlich der Schlüssel. Ja. So ein Depp. Safe-Schlüssel. Machen wir ein Safe mal auf? Wir haben ja einen Schlüssel. Jetzt endlich. Und was sagt er? Was ist das? Drogen? Ja gut, und dafür jetzt der ganze Aufwand. Joa, Drogen. Norman Young heißt der Typ. Wir dürften sein Geschäft ziemlich schnell auf der Karte finden. Hoffe ich. 0886. Scheiße, wo ist denn das Geschäft? Zum Glück kann man die Texte ja alle so gut lesen. Ja, wir haben offenbar ein Problem. 0886. Oh Mann! Diese Wesen immer. Oh nein! Leute! Das sieht nicht so lustig aus, wie es ist. Hä? Umgekehrt. 0886. Jetzt runter die Straße. Einfach die Street runterrannen. Harry, die Street runterrannen, bitte. Oh nein! Ich bin ja jetzt kein Mensch, der nicht so hundefreundlich ist, aber ich würde die schon gerne alle abknallen. Vorsicht. Wir sind doch jetzt völlig falsch. Nö, wir sind richtig. Gut. Da wollen wir nämlich hin. Wo ist die Hintertür? Wahrscheinlich hinten, ne? Wahrscheinlich. Nein. Das wollen wir doch alles gar nicht. Wir wollen eigentlich nur zur Hintertür, denn die hat, soweit ich weiß, ein Zahlenschloss. Und wir haben, soweit ich weiß, eine Zahl. Und das zusammengerechnet, könnt ihr euch ja ausdenken, was das heißt. Ja, da ist es. Nein, da ist das Monster. Oh, bitte mal weg. Geh ans Schloss, geh ans Danke. 0886. Oh, danke. Danke, danke, danke. Ja, all diese Bereiche, die wir gerade durchschreiten, sind ausnahmslos optional. Das heißt, wenn wir das gute Ende nicht wollen, dann müssen wir hier gar nicht hin. Uns wird das auch nie gesagt oder so. Müssen wir alles selbst rausfinden. Zeitung mit demselben Datum wie die im Krankenhaus. Ermittlung festgefahren. PTV-Dealer immer noch auf freiem Fuß. Weitere verdächtige Todesfälle, wie der Anti-Drogen-Bürgermeister stirbt, ein Rauschgiftfahnder an plötzlichem Herzversagen mit unbekannter Ursache. Mhm.
Das wird immer eigenartiger. Und vor allem überall Drogen. Überall, meine Kinder. Überall Drogen. Nichts Besonderes. Ja, Drogen sind überhaupt nichts Besonderes. Da ist ein Gästeregister, keine besonderen Eintragungen. Harry ist sowieso nichts Besonderes.